Willkommen zu einem Let's Play von Paragon. Das Spiel befindet sich zurzeit noch in der Early Access und jetzt ist gerade das Free-to-Play-Beta-Wochenende. Und ich in der Viewport hat uns damals dafür angemeldet und können jetzt mal hier reinschauen. Und vom Prinzip her ist das einfach nur ein MOBA, wo man die Türme vom Gegner vernichten muss und dann bis zu dem Kern auf der anderen Seite vordringen muss. Und vom Spielprinzip ist das so, dass man auf der Seite hier seine Fähigkeiten hat, die kann man je nach Level immer freischalten. Jetzt direkt am Anfang kann man sich schon mal einen aussuchen. Und wenn man in der Base ist, kann man sich erstmal Anfang ein Deck aussuchen. Ich habe mal hier ein eigenes zusammengestellt. Was eigentlich nichts anderes, hallo erstmal, nichts anderes ersetzt als die Gegenstände in Dota oder in Smite. Ich glaube, mit Smite kann man das eigentlich am besten hier vergleichen. Ja, wegen der Sichtweise. Und es ist zum Glück endlich mal in einem Sci-Fi-Szenario und nicht immer mit Elfen, Dämonen, Drachen. Ach, wer es mag, ne? Ja, oder kann man sich am Anfang hat man hier Kartenpunkte, die levelt man auch auf, genauso wie man das Level abkommt. Man kommt immer Kartenpunkte, wenn man Gegner tötet und deren Gold einsammelt. Und am Anfang kann man sich hier erstmal hier am besten Mana-Trank das hier kaufen. Und hinterher kann man sich dann hier seine Fähigkeiten alles aufwerten mit kritischen physischen Schaden und so ein Scheiß alles. So, dann legen wir alles auf. Welche Seite bist du jetzt gerannt? Ich bin links. Da bin ich auch ganz alleine. Ganz allein. Und es gibt hier auch zwei verschiedene Laufmodis. Einmal das ist der Rennmodus. Aber sobald man schießt oder angeschossen wird, geht man wieder diesen langsamen Modus über. Bricht er das Rennen ab. In den Optionen heißt das der Reisemodus. Und halt, wenn man die Taste dafür drückt, ist man nach ein paar Sekunden da drin. Ich hoffe, der Nikos hat die Grafik schon richtig eingestellt. Ja, wobei, die können noch ein bisschen verbessert werden hier, nach der Beta, die Grafik. Aber wenn man das Spiel nach dem kostenlosen Beta-Wochenende weiterzocken will, müsste man sich für mindestens 10 Euro die Version kaufen. Und wenn das dann komplett auf dem Markt ist, ist es aber free to play. Es soll auf jeden Fall im Sommer soll der Release sein. Ab da soll es free to play werden. So, jetzt bin ich mal hier Level up und kann direkt mal wieder eine neue Fähigkeit. Nicht mal hier diesen Zielschuss. Aber ich glaube, für 80 Euro konnte man sich auch so eine Super Duper Edition kaufen. Ja, man. Irgendwie die. Was kostet die Welt? Die Meister Edition oder diese komische hieß sie. Ja, irgendwie sowas. Skins werden da freigeschaltet und. Alles Mögliche hat man dann, glaube ich, drin. Ach, das leckt aber gerade schon wieder ein bisschen hier. Leckt? Hier läuft alles zu tief. Aber so vom ersten Eindruck, dafür, dass es eine Eulex und Beta ist, ist schon ganz geil gemacht. Das sieht auch sehr gut aus, ja. Das ist auch die Unreal Engine. Also am Anfang zeigt sich das immer noch hier so ein bisschen. Wir stehen hier vor unserem Turm, die stehen da vor ihrem Turm und hier in der Mitte trifft sich jetzt immer. Ah, ich glaube, jetzt brechen wir gerade ein bisschen durch. Ah, die kommen sowieso da wieder. Ja, aber die haben sich zum Links. Also, ich finde die Creeps, die sind hier extrem hartnäckig, ja, im Gegensatz. Wenn du so Einzelschaden auf die machst, das dauert Jahre, bis du diese runter hast. Aber die sind erstmal jetzt zur Base zurück, deswegen erstmal hier durchstürmen. Und hier die komischen gelben Linger, das sind die Bälle, das ist die Währung hier. Dafür kann man sich dann in der Karten kaufen. Also man sieht hier neben der Leiste für das Leben auf der linken Seite, wenn man dann die Bälle einsammelt,
füllt sich die Leiste und man kommt dann immer ein Level up und dafür kriegt man Karten. Für die Karten kann man sich dann halt diese Items kaufen. Also für Flächenschaden ist der Jäger hier echt geil. Aber so Einzelschaden geht eigentlich. Der macht hier auch ganz gut Flächenschaden. Ah, jetzt ist mein Mana-Tank ist leer. Der müsste eigentlich auch mal wieder zurück, aber... Ah, können sie abwechseln. Also du hast hier erst noch ordentlich Mana, ne? Ich habe gerade auch erst noch aufgeladen. Ja, ja, mach mal, hau ab. Warte, wenn Mana leer ist. Ja. Yeah. Weg ist er. Jo, dann. Zur Base kann man sich auch zurück teleportieren. So, dann kaufe ich mir erstmal hier meine erste Karte. Aber leider habe ich jetzt keine Points mehr, um die abzugraden. Auf was ist das denn? Lässt du dich da gerade zurückdrängen etwa? Ich nicht. Alter! Das ist der Sniper? Jo. Ich hatte eigentlich noch... Der ist heftig, ne? Sein Ulti. Ja, der ist ein bisschen überpowert. Aber ist ja nur eine Early Access. Wo sind meine Minions da? Komm mal jetzt wieder. Ah, wir haben hier noch einen auf der Seite gekriegt. Ich weiß gar nicht, warum die das machen. Na, ja, der stirbt eh. Rennt der da voll in den Turm rein, hinter dem anderen Typen hinterher. Im Übrigen ist das jetzt mal ein Botspiel. Denn die Spieler. Matches, die ziehen sich teilweise bis zum Stunde. Ja, das ist echt übertrieben. Wobei manchmal kann man auch bei den Bot-Matches relativ gut durchkommen, aber manchmal zieht sich das auch bis zu 40 Minuten oder so hin. Ja, so 40 bis, oh, bis zu einer Stunde kann so ein Match gehen. Aber an sich ist das auch nicht schlecht, weil dann kann man wenigstens seine Gegenstände komplett aufwerten. 70 Minuten brauchte ich, glaube ich, für alle meine Upgrades. Das alles hatte. So, jetzt habe ich auch meinen Ulti hier frei. Mein Ulti habe ich auch schon, aber. Alter, schon wieder. Bist du wieder tot? Nein, ne? Nein, aber. Ja, dann gib dir jetzt mal meinen Ulti. Oh, so kann ich überleben. Oh shit, ey. Ich bin in der Luft gestorben. Ah, oh, verdammt, der hat hier. Hat der so einen scheiß Kreis gezogen oder bin ich nicht mehr vom Turm rausgekommen? Aber. Verdammt. So. Erstmal hier ein bisschen kritisch aufwerten. Ich kann schon mal hier diesen Platz hier wieder zurückgehen und Rohr ja nicht. Ich habe schon die erste dicke Fliege drin. So, der zweite warme Tag im Jahr. Ja, dann heißt es nachher erstmal auf Fliegenjagd gehen, ne?
Boah, du kannst sie auch aus Haustier halten. Ich hab schon Silberfische. Noch mehr Haustiere brauche ich nicht. Ui. Den haben wir. Komm hinterher. So, direkt mal weiter hier den Pfeilhagel aufwerten. Ah, komm jetzt hier. Und ihr verlangsamen Dinge. Und wenn ich den Kreis da mache, dann springt die mal da raus, ey. Nervt mich auch. Dann hol die. Nee, der ist noch ab links. Das nehmen wir dann mal hier. Nee, du meinst dein Ulti oder was? Nein, das ist hier dieser Pfeilregen. Jetzt komm! Komm, Gea! Schön, ja, der ist durch meinen Pfeilring gelaufen, nach hinten. Oh, der Turm hat auch nicht mehr viel. Ah, hier ist noch ein bisschen Mana, Alter. Den Turm sofort. Der hat nicht mehr viel. Oh ja. Verdammt, jetzt bin ich hier drin gefangen, ey. Komm raus. Zum Glück war der Turm weg, sonst wäre ich jetzt auch tot. Scheiße, hoffentlich kann ich nicht. Viel AP hatte ich nicht mehr gehabt. Gehst du jetzt weg? Dann warte ich noch hier. Ja, ich hau ab. Aber hätte dann normalerweise mitkommen können. Ach, ich warte kurz noch hier. Ein bisschen geht ja noch. So, jetzt habe ich mein Item voll. Müsste jetzt eigentlich richtig. Oh, ich gehe in die Mitte mit. Guck mal. Oh, dann gehe ich mal hier raus. Wir haben hier einen auf der Seite hier noch. Ja, soll der das machen. So, mein erstes habe ich jetzt auch gleich komplett upgegradet. Murdoch ist hier, der Sniper. So. Bist du allein in der Mitte? Finden. Ja, noch. Ja, warte. Ja! Das war Glück. Hast du keinen Lebenstrank mehr? Doch, aber die brauchen ja auch eine Zeit, bis die aufgeladen sind. Ich könnte. Ich muss mal gucken, vielleicht packe ich mir eine Karte das nächste Mal rein mit.
Lebensraub. An den Creeps kann man sich nämlich gut laden. Gar keinen Gegner, einer, der in der Mitte hier rumrennt. Warte mal. Nö, wahrscheinlich nicht. Na, haben wir Glück, ja, wir haben direkt volle Pulle auf den Turm hier. Komm schnell hier, schnell hier. Ja, jetzt kommt einer. Fuck! Nein, ich hab den Laserstrahl noch gesehen. Au, weg ist er. Ja, Glück haben, können wir direkt jetzt noch den zweiten hier mitnehmen. Ich bin tot, ne? Ja, ist mir klar, dass du tot bist. Ich bin ja nichts anderes gewohnt von dir. Ah, ja, ja, ja. Aber mein Ulti, den kann ich, konnte ich noch aufgrünen, sehr gut. Du bist in der Mitte, ne? Da oben. Ja. Ich will das kann auch schon wieder irgendwas abwerten hier. Ah, nimm mal der Kuh. Oh, ich brauche mehr Mana. Mann, hier brauche ich mal zwei Mana-Karten. Kannst du ja reinpacken. Ich habe glaube ich nur eine. Komme, ich beeile mich. Ah, da kommt er wieder. Macht schön gleich wieder seinen Sniper-Schuss. Jo. Zum Glück diesmal nicht auf uns. Shit, 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 shit. Boah, verdammt. Hau ab. Ach, ich hab noch Dings, zwei Lebensaufladungen. Wenn ich ein bisschen hier warte, dann kommt das schon wieder. Ah, da kommt einer. Ah, jetzt auf mich abgesehen. Hau drauf da. Hau doch gesehen, weg. Der hat trotzdem auf dich abgesehen. Kommt der hoch? Nö, noch nicht, der hängt hier fest, aber. Der will mich, glaube ich, gleich. Ach shit, der hätte hier nicht reinlaufen sollen, verdammt. Egal, so gar nicht mal wieder hier was aufwerten. Und auf in den Shop. Fuck, und ich renn voll in so eine Falle rein. Kann ich den einfach mal reichen, oder? So, wo sieht's kritisch aus? Ich glaube, ich renne einmal jetzt hier im Dschungel rein. Genau, hier gibt's noch in der Mitte einen Dschungel, da kann man sich mal von verschiedenen Gegnern Buffs holen, wenn man die killt. Und wenn man da
Einfach hier irgendwo in so ein Wasser reinspringen, dann wird man unsichtbar. Außer es kommt natürlich noch einer hier ins Wasser rein. Dann wird man wieder sichtbar für die. Effekt für Hinterhalte. So, was gibt der hier? Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, hier ist der Sensenmann auf der Seite. Die Mitte, die, glaube, sollten wir weitermachen. Ja, wobei hier sind wir auch durch auf der Seite. Wir sind jetzt, glaube ich, auf jeder Seite durch, ne? Das gibt es nicht. Na, da kommt er noch mit so ein bisschen nach vorne. Ah, jetzt hat er sich verpisst. Oh, nice. Das war aber nett. Boah, jetzt hab ich diesen Roboter da an mir hängen. Den Roboter. Ah, den diese eine Dussi da machen kann. So. Schnell dahin! Oh, jetzt rastet der eine da aber aus. Jetzt sieht er mich wieder. Ah, ich glaube, das überlebe ich nicht. Außer ich komme jetzt ans Rennen. Jo. Ja. Ah, noch nicht, noch bin ich nicht weg. Ah, sieht gut aus. Also, ich glaube, die Hauptkugel greifen ist, glaube ich, jetzt gar nicht. Warten wir noch, bis die anderen da kommen und dann. Der Sniper ist zum Kotzen. Ah, ich glaube, ich sollte mal zur Base zurück. Drei Stück pushen jetzt die Mitte. Wir haben die jetzt alleine gelassen. Schnell, 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 schnell. Oh! Der gerade hat mich geschossen, als ich mich wegteleportiert habe. So, dann nehmen wir noch hier die 12% mit rein. Und wie viel haben wir jetzt hier? So, und den. Da bin ich jetzt bei 60% Cried.
Ah, schade, ich brauche erst noch ein bisschen was. Magus, an allied tower is under attack. Ah, ich glaube, die greifen jetzt gleich an. Beeil dich, beeil dich! Ja, ja, keine. Ja, mit der Ruhe. Der kriegt gleich vorbei. Lass mir noch ein Stück vom Kern über. Ach, der hat noch 100% der Kern. Als ob ihr den so schnell runterkriegt. Der hält was aus. Ich guck mal, ob ich mir irgendwo hier zwischendurch noch einen Buff mitnehmen kann. Hahaha, hier Mörder, nimm dies. Was ist da? Wieso steht denn hier nicht so ein Gegner? Da oder welche? Also hier ist das sogar, wenn man den Kern angreift, nimmt man trotzdem Schaden. The enemy core is under attack. Wie viele seid ihr denn hier vorne? Auch nicht mehr viele, ne? Nur noch du? Vorne bin ich nur ich, ja. Nee, doch, mit jemand anders. Ach du bist das, ja. Ah, kommt der gerade noch so weg, ne? Nee, komm, ich kann den Kern nicht mit angreifen. Ich habe hier keine AP mehr. Ja, komm, erst mal weg da. Sollen wir mal zu dem anderen hin? Zu welchen? Komm mal schnell mit. Ach, schade. Ist er weg? Dafür brauchen wir den. Dafür brauchen wir Creeps. Boah, ich kann sogar von außerhalb den erreichen. Mit einer Fähigkeit. Mal schnell platt, ich bin in der Mitte. Hat er mich nicht getroffen, der Sniper? Hat er dich getroffen? Ich bin in einer Base. Bin ganz feige abgehauen. Hier jetzt auch links. Mit dem Strom schwimmen. Ah, ich glaube, den habe ich gleich. Und jetzt verpisst er sich wieder. So, zwei Stück sind down. Ich komm jetzt mit Creeps an. Die kriegen wir doch platt. Klar, weg. Ja, du wolltest die gar nicht. So, kann ich den jetzt aufwerten. Wenn der Turm da unten down ist, dann kriegt er. Ja, klar. Wenn der Turm den Cryt, das ist echt geil. Macht auch echt gut Schaden. Ja, mein zweiter, der macht auch mal dreifach so viel Schaden. Er sollte jetzt auch weg sein. Ich hau nochmal ab. Mal wieder? Du warst doch gerade erst weg. Ja, da hatte ich aber meine Punkte noch nicht. Ah, die sind jetzt zu dritt, hier oben. Kann sein, dass du das gar nicht mehr erlebst. Na, 80% hat er noch. Jetzt mache ich richtig übel Schaden. Einer ist bis nach oben hin mitgelaufen gerade. Von uns. Wow.
Komm, 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 komm. Ein paar Schüsschen. Los, mach den Schnellplatten, Mörder, die sind doch hier. Ja, das war's. Sehr schön. Aber ist ja auch eine halbe Stunde haben wir dafür gebraucht gegen die Bots.